Die Wettbewerbe der Euroskills sind zu Ende nach 3 intensiven Tagen. Die Veranstaltung hat insgesamt mehr als 75.000 Besucher angezogen, doppelt so viel wie erwartet. Die 11 Teilnehmer aus dem italienischen Team, 3 aus Südtirol und 8 aus dem Piemont haben ihr Bestes gegeben. Endlich heißt es für die Teilnehmer durchatmen und ablassen vom Stress. Einige nutzen die Zeit und genießen noch die Stadt. Andere sind hier in Lisberg, ein historischer Freizeitpark. Seit 1923 hat er bereits seine Tore geöffnet. Die Emotionen sind weiter laufend am Purzelbäume schlagen, denn in Kürze beginnt die Prämierungsfeier. Die Besten der Euroskills-Teilnehmer werden gekürt. Diese Meisterschaften sind eine große Herausforderung für die jungen Teilnehmer und sie spielen eine unvergleichliche Rolle in ihrem beruflichen Werdegang. Questi campionati europei dei mestieri qui a Göteborg sono stato un duro banco di prova per i nostri ragazzi piemontesi. Dieser Wettbewerb hier in Göteborg war für unsere jungen Leute aus dem Piemont und das gesamte Team dahinter eine große Herausforderung. Ich muss aber sagen, unsere Teilnehmer haben sich tapfer geschlagen gegenüber den anderen. Jetzt erwarten wir mit Spannung und Anspannung die Ergebnisse. Die Erwartungen sind viele. Wir hoffen, dass wir wieder mit einem tollen Ergebnis nach Hause kommen. Die jungen Teilnehmer haben die letzten 3 Tage haben da wirklich Blut geschwitzt. Sie haben ihr Letztes gegeben. Sie haben alle T-Shirts durchgeschwitzt. Und wir hoffen ganz stark, dass wir am Ende der Siegesfeier auch jubeln können. Einer nach dem anderen der Medaillengewinner wird auf die Bühne gebeten, um prämiert zu werden. Auch das italienische Team hofft und bangt, werden auch sie Medaillen bekommen? Und da wird auch schon die erste Medaille vergeben. Gold für den Bodenleger Stefan. Hinter sich lässt er den französischen und Schweizer Konkurrenten. Gold auch für die Friseurin Nadine. Zudem bekommt sie auch noch die Auszeichnung Best of Nation, die Beste aus dem italienischen Team. Und die Freude nimmt kein Ende. Nach 2 folgt auch schon die 3. Goldmedaille für die Hotelrezeptionistin Denise. Das ist ein brutal schönes Gefühl. Es war bei den 3 Tagen brutal streng und es hat brutal gegeben. Ich bin ja ziemlich fürchtig, aber heute macht noch richtig Feier. Nadine, wie geht es dir jetzt? 2 Medaillen. Ja, also besser hätte es nicht gehen können. Überhaupt, wenn man nicht mit denen rechnet. Nein, ich bin voll froh, dass das jetzt alles gut gegangen ist und habe wirklich eine Freude. Die Emotionen sind hoch, riesig, unbeschreiblich. Ich hatte es einfach nicht erwartet. Doppelt, dreifach, ja einfach unbeschreiblich. Und wie wirst du jetzt feiern? Ja, mit allen anderen gemeinsam, denn sie alle haben mich unterstützt.
Es war wirklich nicht einfach, deshalb danke an alle nochmal, danke an alle, die es mir ermöglicht haben, hier teilzunehmen. Ich werde mit allen gemeinsam feiern. Für mich als Trainer ist die Aufgabe einfach ihm so gut wie möglich zu erklären, was auf ihn zukommt. Aber die Arbeit machen muss letzten Endes der Teilnehmer. Er kann nicht ihn machen. Er hat der Stefan gemacht und das hat er gut gemacht. Was meinen Sie, was hat Sie gewinnen lassen? Was war das Entscheidende? Ihre Power, Ihre Überzeugung, Ihr Antrieb. Wenn sie etwas will, dann holt sie es sich auch. Sie ist einfach super darin. Sie lässt sich nicht rausbringen. Es war immer schon so bei ihr und ich hoffe, es bleibt auch so bei ihr. So verdient, so hart gearbeitet, 2 Jahre wirklich, so wenig Freizeit, so viel investiert. Wahnsinn, super Teilnehmerin. Ich bin so stolz auf sie. Für das gesamte italienische Team heißt es heute also noch feiern nachts hier in Göteborg. 2018 heißt es dann wieder Euroskills, dann in Budapest.